Wir können fast meinen, es sei Roger Federer sein eigenes Wohnzimmer. Doch es ist ein Fotoshooting für die neue Werbekampagne von der Versicherung National Suisse. Bei dieser Gelegenheit zeigt sich der Weltstar von seiner ganz persönlichen Seite. Sein Fotopartner ist der 5-jährige Ricardo Giamattei. Er hat das grosse Casting gewonnen und ist aus mehreren hundert Kindern für Kampagnen ausgelesen worden. Oder Roger selber hat sich kurz vor dem Shooting auf die Aufnahme mit dem kleinen Ricardo gefreut. Wir haben uns vorher gesehen, oder? Liebe ist gar nicht schwierig gewesen, oder? Darum, ich glaube, jetzt wird es kein Problem sein. Und er spielt ja jetzt schon voll drauf los. Und ich hoffe, ich kann einfach dann auf der Seite reinkommen und dann geht es einfach so weiter. Und schon nach kurzer Zeit sind die beiden dicke Freunde. Und haben schon Geheimnisse, die Ricardo nicht mal seine Mami verraten will. Es war schwierig gewesen. Jetzt mit deinem Leben so. Du darfst was? Ich darf mit ihm reden. Du darfst mit ihm reden? Und was denn? Von Nervosität ist also beim kleinen Knopf nichts zu merken. Bei den Eltern, die den ganzen Tag beim Shooting dabei sind, ist das allerdings anders. Ja, also ich glaube, ich bin sehr nervös, ja. Ganz klar. Also meine Frau ist mega nervös. Ja. Ja, das stimmt. Fast nicht geschlafen jetzt noch. Fast. Ein bisschen habe ich schon geschlafen. Der Roger selber genießt das spezielle Shooting sichtlich und hat dabei auch an seine eigene Kindheit zurückgedacht. Ich habe immer gerne gespielt oder mit Lego oder mit anderen Sachen, Playmobil und so weiter. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, mit anderen Kindern spielen, Räuber und Polly. Das Ganze habe ich auch immer gespielt als kleiner Bub. Darum ist es jetzt mal lässig, ein Fotoshooting zu machen mit einem kleinen Bub. Und dieser kleine Bub ist vom Roger ganz begeistert. Für ihn ist der Roger jetzt ein grosser Kollege. Ist es cool, so einen grossen Kollegen zu haben? Und wem erzählst du es jetzt als erstes? An meinen Götti. Dieser Götti wird aber sicher nicht der Einzige bleiben, der von diesem speziellen Tag wird erfahren. Und morgen zeigen wir euch, wie der Gewinner vom Männercasting, der André Kaufmann, den Roger so zum Lachen hat gebracht.